So, herzlich willkommen zurück zu NFS Special Edition. So, laden wir jetzt. Nee, erstmal. Machen wir das. So. Und dann habe ich mich als nächste Strecke für die Vertigo Ridge entschieden. Denn ich glaube, Transtropolis, das ist. Ja, das Ding ist noch schlimmer. Wir hören uns jetzt mal die Beschreibung zu Vertigo Ridge an. Die wunderschöne Landschaft rund um diesen Kurs kann einen schon ziemlich ablenken. Doch eine Millisekunde, die Ihre Augen zu lange bei dem Ausblick ins Grüne verharren, kann katastrophale Folgen haben. Die Strecke war mal eine beschauliche Küstenstraße, bevor sie in einen Hochgeschwindigkeitsparcours verwandelt wurde. Es ist schon verlockend, auf der langen Geraden das Gas weit aufzureißen. Aber wenn Ihnen dann die mörderisch engen Kurven oben auf den Klippen mit mehreren hundert Stundenkilometern entgegengerast kommen, sollten Sie besser ein paar gute Reflexe dabei haben. Ja, diese Strecke. Die sieht hier gar nicht so schlimm aus vom Ding her und eigentlich eher wie so eine Autumn Valley. Sie ist auch gar nicht so schlimm eigentlich. Das Problem ist nur, dass die KI verdammt gut auf dieser Strecke fährt und da EA sich echt Mühe gegeben hat, die ja richtig optimiert zu haben. Also die Strecke muss EA wohl wirklich toll gefunden haben. Denn die scheinen sie sehr oft gespielt zu haben, sodass sie eine dermaßen ausgereift und gute KI dort entwickelt haben. Das muss man auch wirklich sagen und wirklich EA loben. Die KI fährt die Kurvengeschwindigkeiten wirklich authentisch zum Mensch und wie sie auch halt nehmbar sind von den Kurvengeschwindigkeiten her. Es gibt zwar ein paar Kurven, da schwächeln sie so ein bisschen und aber das heißt schwächeln sie, es ist minimal, wo man halt Chance hat dran zu kommen, sagen wir es mal so. Ja, das sind sehr langgezogene Kurven, wie ihr auch hier sehen könnt und diese Strecke schreit förmlich so nach einem Lenkrad. Es ist so, beziehungsweise irgendein analoges Eingabegerät, optimalerweise ein Lenkrad. Und ich wollte eigentlich jetzt nicht wieder ins Hauptmenü, ich habe zu wenig, egal. Dieses Ding schreit förmlich nach einem Lenkrad und ja, weil es eben halt so langgezogene Kurven hat und diese ganzen Lenkkorrekturen mit der Tastatur, weil du ja mit Tastatur keinen konstanten Lenkeinschlag machen kannst, kostet natürlich Zeit, ne? Das ist einfach so. Aber jo. Wir versuchen unser Glück, würde ich sagen. So. Oh, da war sie ja schon. So. Mit dem Ferrari auf jeden Fall, sonst haben wir gar keine Chance bei dem untersteuernden Lambo. Und ja, dann geht es los, würde ich sagen. Und ich möchte so einen Rocksong, wie der hier gerade läuft, auch im Rennen haben. Wäre das Genehmspiel. Sind wir uns da klar? Go. Das nennst du jetzt also Rocksong. Es ist eine interessante. Es ist ein interessanter Rocksong auf jeden Fall. Merkt man sofort, ne? Da denkt man sofort an Rock. Na, das hört ihr sofort, diese Gitarren, die da gerade erklingen. Das kann nur ein Rocksong sein. Ist das Spiel, hast du mich schon der vom. Im Moment geht's aber mit der Strecke, meine Güte. Bin gerade verblüfft über mich selber. Mal gucken, wie lange ich das halten kann.
Naja, hier holen sie jetzt wieder ein bisschen auf, aber das lasse ich nicht zu. Die werden jetzt platt gemacht, die Kollegen. Die Kurve finde ich nur lustig. Das war auch die Kurve, die ich meinte, wo die KI ein bisschen verkackt war. Hey, das läuft gerade. Oh, das war langsam genommen. Das war langsam genommen, aber... starten jetzt wieder voll durch. Oh, die erste Runde ging wirklich echt gut. 1,40, 1,41 für die erste Runde. Doch, das kann sich sehen, dass das passt. Schön. Hoffentlich kann ich das so weiterhalten, diese Runde hier. Oh. Na, hätten 10 Kammer mehr sein können. Wenn man sie sehr gut nimmt, sogar 20 mehr. Also mit 200 kommt darum, wenn man sie perfekt nimmt. Aber diese langgezogene Kurven, wie ihr seht, ihr das hier. Diese langgezogene Kurven halt, ne? Da brauchst du eigentlich Lenkrad, weil ich da mit Tastatur immer nachkorrigieren muss und das kostet zu viel Zeit. Das ist das Problem. Aber im Moment geht's echt. Ich habe heute einen guten Tag, glaube ich. Na gut, hier die Kurve ist nicht ganz so optimal genommen. Wenn das nicht zu laut sagen, noch fahren wir an der Strecke. Wir haben noch ein paar Runden vor uns. Oh, das war ein bisschen sehr langsam gefahren. Uiui. Bleibt hinter mir. Boah, was geht mit mir? Ich schaff das heute. Leute, ich pack das heute. Naja, aber trotzdem 2 Sekunden zu langsam. Also die 1,35 ist von mir, die da oben steht. Aber 1,37 geht in Ordnung, da kann ich nicht meckern. Das passt. Damit kann ich gut leben. Gut genug, um die KI hinter uns zu halten. Ja, 1,71 sogar. Cool. Oh, sehr gut, das läuft ja wie angegossen hier. Gar nicht was in der Konzentration, die ich hier gerade aufbringe. Ich habe gerade einen Konzentrationsschweißausbruch hier, das wollt ihr gar nicht wissen. Alter. Ui, da hat er ein bisschen gesprungen. Hat ihm aber nicht weiter gekratzt. Gut, sehr gut. Ui, ich höre immer die Motoren hinter mir, das ist voll schrecklich. Das macht einen nervös. Nein, nicht dagegen, nicht dagegen, nicht dagegen. Oh, jetzt kommt Razor bestimmt. Uiuiui. Also, unser Zeitplatz sieht die Gegner halt. Ach, wäre ich da nicht gegengefahren, wäre es vielleicht sogar eine Rekordzeit werden können. Na gut, eine Rekordzeit nicht, aber nahe dran zumindest. Oh, das läuft ja wie geschmiert heute. Ich bin voll zufrieden. Die kleinen Schnitzer machen nichts. Das ist ein guter Run. Gegner. Aber seht ihr, wie die Granate Gegner an mir hängen? Oh shit, der war nicht so gut jetzt. Oh scheiße, 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 scheiße. Nein, nein, ah, fuck, fuck it. Ja, jetzt habe ich es wieder. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jo. Oh Gott. Ihr wisst ja gar nicht, was das für eine Konstruktion ist. Ihr guckt nur zu. Ihr wisst gar nicht, was ich hier leisten muss, ne? Oh mein Gott.
Alter Schwede. Naja, wer das Spiel kennt, der weiß, was ich leisten muss. Das ist hier nämlich kein Arcade-NFS, ganz bestimmt nicht. Das ist ein... Fahrverhalten... Oh nee, nicht runterschalten, bist du in das Wahnsinnsautomatik. Das kostet doch unnötig Zeit. Oh. Oh, das war nicht gut, das war nicht gut. Uiuiui. Da sind immer so kleine Schnitzer noch drin, aber das scheint mir die KI dann doch noch zu verzeihen. Ganz so böse ist sie dann doch noch nicht. Los! Oh, guckt euch die Zeit an, die ist gut. 1:36:1, das ist gut. Und jetzt noch die letzte Runde kommen, die schaffen jetzt auch noch, oder? Komm schon. Fuck. Jetzt muss ich Gas geben. Ja, sehr gut, sehr gut. Schön. Haben wir es wieder gut gemacht, dass wir eben Scheiße gemacht haben? So, ich will auch... Nein, nein. Komm schon, komm schon. Ah, ich hab's geschafft. Ja! 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 Gratuliere, Sie haben das Rennen gewonnen und dabei einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Ja, ja, juhu! ja, yeah! Ich freue mich des Lebens! Leute, wo habe ich die Konzentration heute her? Mit Kommentierung, mit Aufnahme! Ja, breche ich sogar meinen eigenen Gesamtrekord. Juhu! Ja! Juhu! Ah, ja, geil, geil. Es ist in diesem LP doch mal eine Strecke geil gelungen. So wie ich es mir von meinem Fahrskill her erwünsche. Und das auf der Strecke, die ich am meisten Angst hatte. Auf der Strecke, die ich am meisten Angst hatte in diesem LP. Diese Strecke wäre Tigoritsch. Und es hat mich nicht ein einziger Gegner überholen können. Eieiei. Woher habe ich heute diese geile Konzentration her? Ah, oh, yeah! Ich genieße es. Rundenzeiten. Das haben wir nicht schaffen können, dass mein... Aber ich bin nah dran. Oh. Ey. Oh. Ich muss jetzt wieder runterkommen. Das ist alles. Oh, ist das herrlich.
Was ich auch interessant finde, ist, dass die Viper auf der Strecke eine bessere Höchstgeschwindigkeit erzielt als der Ferrari. Naja, das ist nämlich auch so eine Sache mit den Autos, dass sie halt alle ihre Vor- und Nachteile haben und, ne? Ja, die sind gut ausbalanciert aus. Aber ich freue mich gerade. Das ist übrigens der Song, den wir auch im Rennen gehört hatten. Eigentlich ein guter Song gewesen. Der Song hat mir Glück gebracht. Eieiei, okay, erledigt. Oh mein Gott. Sie haben eine der 10 besten Zeiten für diese Strecke erreicht. Seht euch das, das sind meine anderen Zeiten. 4 Sekunden besser. Im LP. Nicht hier unter, sondern hier, da oben. Ah, ja. 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 Ah. Das lief so gut von der ersten Runde an. Ah, ich bin so glücklich. Das bügelt das Gebirge aus. Das ist eine gute. Das macht es wieder gut. Ah, ich bin glücklich und zufrieden. Herrlich. Jetzt müssen wir noch Transtropodes toll hinkriegen. Das wird aber tatsächlich heftig schwer. Weil Transtropodes, das ist, oh Gott. Vielleicht sollte ich die gleich im Anschluss fahren. Vielleicht macht das Sinn. Ich habe sie anscheinend drauf. Aber jetzt ist halt mal gerade mein Adrenalinspiegel so hoch angesetzt, dass ich vielleicht doch nochmal vielleicht 5 Minuten Pause machen sollte. Weil es mich so aufregt, weil ich das Rennen gewonnen habe, dass ich wahrscheinlich sonst vor zitternden Fingern hier gar nichts mehr auf die Reihe kriege. Ist auch interessant, dass Ray so Dritter ist. Insgesamt um Psycho. Mehr Punkte hat. Cool. Die finden sich auch ein cooles Rennen, die auf jeden Fall. Bei einem anderen Let's Player habe ich den eigentlich mal ziemlich weit oben gesehen. Der ist jetzt hier ganz hinten. Ist auch lustig. Ja, aber Razor und Psycho sind eigentlich immer oben. Okay. Ich bin so glücklich. Okay, erledigt. Hauptmenü. So, jetzt müssen wir das aber ganz schnell mal eben speichern. Oh Gott, meine Hände zittern wie sonst was, ey. Ich bin gerade so aufgeregt, dass ich das geschafft habe. Oh Gott, ey. Spiel gespeichert, mir kann nichts mehr passieren. Leute. Okay, jetzt haben wir noch Transtropodes offen. Genau. Und dann haben wir den Wettkampf auch schon durch. Ich glaube, ich spiele ihn heute auch durch. Ich erhole mich jetzt noch ein bisschen und dann fahre ich, glaube ich, Transtropodes. Okay, aber ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Das klappt ja wunderbar. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich tierisch, euch auch mal ein schönes Rennen gezeigt zu haben. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.